So, Freunde und Moin zusammen. Jo, ich begrüße euch hier zum Teil 2 bei Dr. Wack aus den Laboren in Ingolstadt. Und heute geht es um zwei Parts in diesem Video. Wir werden uns einmal um die richtige Kratzerentfernung im Lack kümmern und im zweiten geht es ums Thema Hydrophobie. Los geht's! Wir haben jetzt hier eine abgeklebte Platte, die überall, sieht man ganz deutlich, denke ich, ordentlich verkratzt ist. Und da geht es jetzt um die Handpolitur, einmal mit einem Wettbewerbsprodukt. Hier werden wir nichts machen, damit wir einen Nachher-Vergleich nochmal ganz stark haben. Und dann von Dr. Wack die A1 Nanokratzer Polish. Wir haben jetzt hier folgenden Aufbau, den habt ihr ja gerade gesehen. Wir haben jetzt hier von Step 1 dieser Politur vom Wettbewerb, ist eine zweistufige Politur, von Step 1 schon ein bisschen Politur auf dem Tuch, wird exakt für 30 Sekunden angewendet. Ich drücke hier auf Start, los geht's, damit wir wirklich auch die gleiche Anwendungszeit bei allen Produkten haben. So, und wir machen wirklich nur so einen kleinen Testspot, wie ihr sehen könnt an dieser Stelle, und gucken jetzt mal, was da für ein Ergebnis dann gleich rauskommt. Fünf Sekunden noch. 2, 1 und Stopp. So. Okay, nach diesen 30 Sekunden Polieren muss das Ganze auspoliert werden. Da sieht man schon, joa, geht so. Ne? Man schiebt es eher hin und her. Im nächsten Schritt kommt dann Step 2. Mhm. Okay. Ja, mit dem anständigen Tuch geht das auch besser. So, los geht's mit Step 2 und 30 Sekunden. Go. Und noch 5 Sekunden hast du. Und Stopp. Okay. So, das Ganze auch wieder auspolieren. Als nächstes ist eine One-Step-Politur, die von Dr. Wack selbst. Und los geht's. Wieder 30 Sekunden. Und da sieht man das ganz schön glitzernde Schleifkorn, das erkennt man dann deutlich da drin. So, 17 Sekunden noch. Und noch 10 Sekunden übrig. Drei, zwei, eins und Stopp. So. Genau, auch hier wieder die Überschüsse abtragen. So, und Politurreste abtragen. Seht ihr es? Also Unterschied sehe ich jetzt hier schon mal direkt, lässt sich einfacher abtragen. Es wird nicht hin und her gewischt. So, und dann bin ich auf das Endergebnis gespannt. Also sehen das schon mal deutlich weniger Kratzer. Aber krass, da sind echt mehr. Da sind auch mehr geblieben. Und in der Mitte, klar, da haben wir auch nichts gemacht, da ist nichts. Um jetzt die effektive Kratzerentfernung zu beurteilen, machen wir jetzt Folgendes. Wir werden jetzt hier mit Isopropanol die behandelten Stellen abwischen. Damit simulieren wir quasi, wie die Stelle ausschaut, wenn die eine starke Regenfahrt hinter sich hat oder wenn man das Fahrzeug ein paar Mal gewaschen hat. Mit dieser Behandlung entfernen wir alle Wachse und alle Konservierungsschichten, die eventuell Kratzer überdecken könnten. Ja? Und so bestimmen wir dann wirklich auch das effektive Polierergebnis. Und das schauen wir uns jetzt hier mal an. Was hast du da für ein Alkohol? Ist Isopropanol? Isopropanol. Okay, kennt Gut. man. Genau. Benutzen Gebe wir auch hier immer. Aufs Mikrofasertuch, mhm, und wisch da mal drüber. Mhm. Ja, sieht schon ein bisschen anders aus. Okay. Das gleiche machen wir jetzt hier. Jo. Ja, also die vollständige Reinigung erfährt ja deutlich anders, deutlich besser. Man sieht also hier beim Isopropanol, wenn man den benutzt hat. In der Mitte ein klares Bild. Die Kratzer sind also wirklich dauerhaft entfernt. Ja. Und hier sieht man, hat man wieder deutliche Schleierbildung. Mhm. Das heißt, die Kratzer wurden entweder nicht komplett entfernt oder wir haben sogar neue Kratzer mit hinzu poliert. Ja, hier jetzt auch nochmal eine Nahaufnahme. Ich denke, ihr könnt das ganz gut erkennen, wie gut das jetzt hier geklappt hat. Hier haben wir natürlich immer noch die Kratzer komplett vorhanden. Und hier, ja, immer noch deutlich Kratzer vorhanden.
Ich möchte jetzt näher auf das Schleifmittelsystem der A1 Nanokratzer Polish eingehen und erläutern, wie so ein Polierergebnis auch zustande kommt. Wenn man sich klassische Polierkörper anschaut, dann ist es so, dass diese Polierkörper oftmals sehr inhomogen sind, in Größe, Härte und Form. Das bedeutet, man findet verschiedenste Polierkörper in verschiedenen Formen und verschiedenen Größen. Ja? Und das bedeutet, jedes Polierkorn ist anders. Ich habe also teilweise große, harte Körner oder ich habe kleine, weiche Körner. Die großen, harten Körner, die zerkratzen mir den Lack. Die kleinen, weichen Körner, die tragen nichts zum Polierergebnis bei, weil sie einfach zu schwach sind, um effektiv Kratzer zu entfernen. Okay. Dieses Problem haben wir eben, wenn wir klassische Polierkörper einsetzen. Man kann sich damit behelfen, indem man verschiedene Polierkörpertypen mischt und verschneidet, sodass man einen gewissen Kompromiss erreicht, aber es bleibt immer nur ein Kompromiss, weil man immer grobe Körner und harte Körner im System hat und auch kleine weiche Körner, die nichts zum Ergebnis beitragen. Die Elektronikindustrie hat sich seinerzeit mit dem Thema beschäftigt und festgestellt, dass beim Waferpolieren zum Beispiel diese Schleifmittel völlig ungeeignet sind, um absolut ebene Oberfläche zu generieren. Und darum hat sich die Elektronikindustrie selber Schleifmittel hergestellt, ja, die ganz speziell in einem furchtbar komplizierten Prozess hergestellt werden und folgende Eigenschaften haben. Jedes Polierkorn ist 100% identisch in Größe, Härte und in der Form. Das heißt, wir haben kein einziges Polierkorn im System, das nicht zur Kratzerentfernung beiträgt. Und wir haben andererseits kein einziges Polierkorn im System, das Kratzer auf dem Lack verursacht. Das heißt, zu Beginn habe ich 100% Ausbeute an meinen Schleifmitteln und diese Polierkörper zerfallen während dem Polieren in immer feinere Teilchen. Das bedeutet, ich habe am Anfang 100% Kratzerentfernung und zum Schluss gehe ich nahtlos in ein Finish über. So wie bei Nassschleifpapier. Ich fange mit grobem Nassschleifpapier an und werde immer feiner. Also das ist dieses klassische, wir polieren etwas aus. Ne? Diese Bezeichnung, die kennt ihr ja auch alle. Auspolieren bedeutet, das Korn wirklich so lange polieren, bis es komplett fast weg ist. Ist das wirklich, löst sich das auch komplett auf? Das zerfällt bis in den Nanobereich. Ja, hier sind die Schleifkörner jetzt nämlich auch mal in der realen Form zu sehen. Ihr habt es ja gerade da in der Theorie auf dem Flipchart gesehen und hier, ne, wie unterschiedlich die jetzt aussehen. Und genau das Gegenteil sind jetzt diese hier. Die sehen dann doch nochmal deutlich anders aus. So, jetzt haben wir mal einen kleinen Location-Wechsel gemacht. Wir sind im sogenannten Dr. Wack Analytikum und hier wird ganz genau Oberflächenanalyse gemacht. Und deswegen haben wir jetzt hier ein Mikroskop. Wir haben gerade eine 200-fache Vergrößerung. Dementsprechend hier wieder die polierte, unsere Platte. Hier mit A1 poliert, hier gar nicht poliert und hier der Wettbewerb. Und jetzt sehen wir das einmal hier auf dem Monitor. Und genauso dort auch auf dem Großen. Ich glaube, ihr seht das aber besser, wenn ich hier drauf filme. Wir sehen jetzt minimalst Mini-Kratzer hier. Mini-Kratzer, Mini-Kratzer. Wenn du jetzt einmal switchst, Tobi, auf die Mitte, dann sehen wir nämlich, was wir da für ein Kratzerbild haben. Das ist quasi das Vorher. Genau, mal scharf stellen. Ja. Jo, jetzt ist scharf, genau. Also guckt euch das mal an. Das ist so ein Lack, der noch nicht poliert wurde und jetzt kommt hier quasi das Wettbewerbsprodukt im Vergleich nochmal zu dem anderen und jetzt guckt euch das mal an, wie verkratzt das immer noch ist. Also das ist ja erschreckend. Jetzt ist scharf, genau. Also guckt euch das mal an. Das ist schon, ne, hier, kein Fake oder ähnliches, das ist schon besser als auf der nicht polierten Fläche, aber im Vergleich dazu ist das wirklich ein ganz gravierender Unterschied. Das hat mich jetzt echt umgehauen. Als nächstes kommt jetzt der Hydrophobietest, wie wir angesprochen hatten, beziehungsweise ich am Anfang. Dafür sind wir jetzt hier in der Waschhalle und haben jetzt hier als Testwagen einen Skoda Octavia RS stehen. Und wir haben jetzt hier drei Spots abgeklebt. Da kommt A1 Lackbalsam, das ganz neue Wachs drauf von Dr. Wack. Hier kommt nichts drauf. Und hier kommt ein Wettbewerbsprodukt drauf. Und dann werden wir uns das mal anschauen, wie hier das Wasserabperl, also Beading und Sheeting-Verhalten ist mit dieser krass gebauten Beregnungsanlage.
So, wie ihr sehen könnt, neuer Kandidat ist der Marcel, der geht jetzt hin und nimmt hier die sogenannte Randwinkelmessung durch. Das ist dieser Tropfen, der jetzt hier draufgesetzt wird. Der Hobby wird das aber gleich nochmal ganz genau erklären. Da sehen wir es wieder, wie der Tropfen jetzt hier drauf ist und welchen Kontaktwinkel wir quasi haben. Und da gehen wir auch wieder hin und machen einige Messungen, 5 an der Zahl pro Stelle, pro Seite, also links, Mitte, rechts. Und daraus errechnet das Computersystem dann automatisch wieder einen Mittelwert. So, hier nochmal schön zu sehen, wie die Pipette das gerade das Tröpfchen draufgesetzt hat. Jetzt haben wir schon 4, den nächsten nehme ich nochmal komplett mit. Jetzt kommt hier von oben das Teil runter, setzt den Tropfen. Zack. Und das ist so krass, hier auf der Haube auch zu sehen. Kann ich mal an, wie winzig diese Tröpfchen sind. Ganz, ganz klein. Ja, seht ihr jetzt 1, 2, 3, 4, 5 ganz kleine Tröpfchen. So, wie ihr sehen könnt, der Marcel hat jetzt hier auf dem mittleren Teil auch schon verschiedene Messpunkte gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Da seht ihr wieder die Tröpfchen. Hier kommen die nächsten 5. Und daraus, wie gesagt, ergeben sich dann diese Mittelwerte. Zack, da kommt wieder der Tropfen. Und dann gibt es jetzt nochmal eine kurze theoretische Erklärung. So, ich möchte jetzt nochmal genauer erläutern, wie die Randwinkelmessung funktioniert. Wir betrachten hier mal unsere Lackoberfläche. Und bei einer entkonservierten Lackoberfläche haben wir einen relativ flachen Randwinkel. Das heißt, der Tropfen hat in etwa so eine Form. Und das Gerät bestimmt quasi die Kontur des Tropfens und kann dann den Randwinkel berechnen. Der Randwinkel ist quasi hier dieser Winkel hier zur Senkrechten. Quasi bis zur Tropfengrenze wird also der Randwinkel gemessen. Und je kugeliger der Tropfen ist, mache ich mal ein Beispiel. Mhm. Umso größer der Winkel. Umso größer ist eben dieser Winkel. Hier. Und wenn man dann noch einen größeren Tropfen macht, einen idealen Tropfen, der dann schon unten die Rundung hat. Ne? So eine genau. Rundung hat. Mhm. Dann wird eben der Winkel immer größer. Ja. Das heißt, wir müssen den Randwinkel möglichst steigern und je größer der Randwinkel ist, umso besser ist also das Ergebnis und umso besser ist die Hydrophobie. Das wäre 72,95. Genau, also wie ihr mitbekommt, die Kollegen tragen jetzt hier ein, wie es unbehandelt aussieht, was wir da für Winkel haben. Das sind einmal 92,95 Grad im Mittelwert, hier links, wo das Lackbalsam gleich drauf kommt, dann unbehandelt, also wo nichts passiert, gar nichts aufgetragen wird und dann Wettbewerbsprodukt. Unbehandelt haben wir 74,71. Haben wir einen Durchschnittswert von 73,42. Okay, perfekt. Also alles relativ nah beieinander. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal mit der Regenanlage in diesem unbehandelten Zustand an. Wie ist das Beading, wie ist das Sheeting auf dem Lack? Und danach kommt Lackbalsam drauf und das Konkurrenzprodukt. So, Wassermarsch, los geht's. Oh, da ist der Monsun. Also wir sehen, da ist halt überall auf den Lacken nichts drauf. Auf den Testspots hier, da tut sich nichts. Perfekt. Dementsprechend gehen wir jetzt im nächsten Schritt hin und tragen mal die Mittelchen auf. Ihr seht das auch, richtig großer Wasserteppich, nur große Lachen, nichts am Schieden, passiert gar nichts. Da bricht es jetzt ganz langsam auf dort hinten, genau wie auch hier, wirklich sehr, sehr langsam. So, los geht's. Einmal Lackbalsam wird hier vom Hobby links aufgetragen. Ihr kennt das ja aus dem Messevideo bereits. Und hier auf der rechten Seite Konkurrenzprodukt aus dem Behälter. Und auch das gleiche Pad wird zum Auftragen benutzt. Da sieht man auf jeden Fall schon, dass sie sich oft beim Auftragen ein bisschen anders verhalten. Und sieht anders aus. Hier ist deutlich dünnflüssiger, aber okay, ist auch ein Pastenwachs hier und hier ein flüssiges.
So, danach jetzt soweit ablüften lassen und dann gleich Überschüsse abtragen. So, Fingerwischtest, ob es abnehmbar ist. Ich habe es gerade schon getestet, das sieht nämlich sehr gut aus hier, nach ca. 4-5 Minuten. Und hier, ja, passt auch, können wir auch. Also ihr dürft einmal Überschüsse abtragen. Relativ schwergängig. Oh ja. Ich sehe es schon, da brennen euch überall ein bisschen Reste dran. Und hier einfacher beim Lackbalsam. Sehr schön. Und toll glatt, hier nicht. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Geht so. Ja, es gibt da so Produkte, bei denen ist das dann ein bisschen aufwendiger. Kostet mehr Muckis. Und jetzt geht es daran zu messen, was hat das Lackbalsam hier gebracht. So, und da seht ihr wieder die Pipette, die hier runterkommt. Und ich habe es schon gesehen, da unten stehen sie auch die Werte. Deutliche Erhöhung, 90,1 sehe ich jetzt gerade. Und dann errechnen wir jetzt gerade hier den Mittelwert auch wieder mit 5 Pünktchen. 5 Tröpfchen, die hier drauf kommen. Und aus diesem Mittelwert oder mit diesem Mittelwert können wir dann vergleichen, nochmal hier in Erinnerung gerufen, vorher waren es 72,95 und behandelt beim Lackbalsam haben wir 94,18. 94,18 im Mittelwert. Also eine deutliche Steigerung von über 20 Grad. Okay. Dann messen wir das Ganze jetzt auf der anderen Seite. Wie angekündigt, jetzt das Ganze hier auf der Seite mit dem Konkurrenzprodukt wird auch wieder gemessen mit 5 Punkten. Und da sehen wir es, was haben wir da? Da kommt das Tröpfchen runter, 74 Grad. Das ist ein bisschen abhängig. 86, also haben wir auch eine Steigerung, muss man ganz klar sagen, im Verhältnis von 73 zu 84, 85, ich bin jetzt auf den Mittelwert gespannt, aber deutlich geringer. Eine Sekunde? Ja. Mittelwert liegt bei 81,85. 81, genau, also haben wir eine Steigerung von ca. 7, 8 Grad und hier im Verhältnis dazu nochmal beim Lackbalsam zu sehen von über 20 Grad. Nach der Messung gehen wir jetzt hin und ziehen soweit die Klebestreifen ab und dann kommt wieder die Beregnungsanlage zum Einsatz und dann werden wir sehen, dass es hier doch deutlich anders bietet und schiedet. Und da bin ich ganz gespannt, ehrlich gesagt, auf das Konkurrenzprodukt, wie das bei dem dann aussehen wird. Wassermarsch, los geht's. Ja, und jetzt schaut euch das mal an. Also erstmal hier das geile Ergebnis beim Balsam. Und das hatten wir auf der Messe auch schon gesehen. Das perlt halt wirklich vom Allerfeinsten. Das ist echt krass. In der Mitte sieht es genauso aus wie es vorher. Da hat sich nichts getan. Ja, und bei dem Konkurrenzprodukt, das jetzt vom Winkel her gar nicht mal so schlecht war, haben wir aber wirklich kein Beading oder Sheading vorhanden. Das ist krass. Genau die gleiche große Lache wie in der Mitte. Und man sieht das ganz geil. Diese kerzengerade Linie hier und hier von den Klebestreifen. So, als wichtigen Hinweis auf jeden Fall noch, weil die Sheeding-Tropfen, die hier so breit runterlaufen, das liegt daran, weil das so eine krasse Wassermenge ist, das simuliert ja hier einen Starkregen, bei 200 Liter bei 10 Minuten bei einem Quadratmeter. Und es simuliert 20-fachen Starkregen. Also das ist schon eine Ansage. Dementsprechend nehmen wir jetzt aber auch nochmal einen Wasserschlauch und machen unseren üblichen Beading-Sheeding-Test mit ein bisschen weniger Wasser. Nach dem Abschalten sieht man das auch ganz gut. Guck mal, es tut sich hier ein bisschen was. Es bricht hier drüben auf, hat aber kein tolles Beading. Aber hier sieht es richtig klasse aus. Ne? Also die Tröpfchen, die wir auch gerade gemessen haben, haben wir wirklich hier in schönster Form auf dem Lack. Na, da seht ihr es jetzt, ein bisschen weniger Wassermenge. Da sieht man das Sheeding nochmal deutlich anders. Sehr, sehr schön.
Und da drüben, da tut sich echt nichts. Also das ist faszinierend. Na, also das ist echt schon krass. Und da drüben, da tut sich echt nichts. Das ist echt krass. Es will die ganze Zeit ein bisschen aufbrechen und schieben, aber so richtig kommt nichts. So Freunde, dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall hier von Teil 2 bei Dr. Wack in Ingolstadt hinter den Kulissen. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, mal wirklich so ein bisschen mehr auch hinter den Kulissen zu erfahren und zu sehen. Und jetzt habt ihr, wie auch im ersten Teil, die Möglichkeit, wieder etwas zu gewinnen. Es gibt das A1 Lackbalsam, das ihr im Test gesehen habt, genauso wie auch die A1 Nano Kratzer Polish. Und dieses Set gibt es exakt 10 Mal zu gewinnen. Schreibt einfach in die Kommentare, wie ihr es findet und warum ihr es gewinnen möchtet. Und Daumen hoch lassen für dieses Video, Kanal abonnieren und viel Glück. Haut rein, ciao.